Unser wichtigstes Lebensmittel kommt einfach aus dem Wasserhahn. Jeder Deutsche verbraucht fürs Kochen und Trinken im Schnitt 5 Liter Leitungswasser am Tag. Kein anderes Nahrungsmittel wird so sorgfältig kontrolliert. Und das ist gut so, schließlich müssen wir uns auf seine Sauberkeit verlassen können. Was bei uns kristallklar aus dem Wasserhahn sprudelt, müsste also einwandfrei sein, eigentlich. Aber es gibt einen blöden Fleck. Die Wasserleitungen im eigenen Haus. Denn die Kontrolle der Trinkwasserversorger endet genau hier, an der Wasseruhr zu Hause im Keller. Ab hier ist der Hausherr verantwortlich. Und wie es um die Wasserleitungen bestellt ist, weiß oft keiner so genau. Sind sie zum Beispiel aus Kunststoff und völlig unbedenklich oder geben sie Schwermetalle ab, die dann bei uns im Glas landen? Wir machen eine Stichprobe und testen das Trinkwasser am Beispiel von 3 Privathaushalten. Das Wasser hat vorher 4 Stunden in der Leitung gestanden. Vor allem in diesem sogenannten Stagnationswasser können sich Schadstoffe anreichern. Ein Massenspektrometer soll mögliche Spuren von Metallen identifizieren. Gleich bei der ersten Probe wird der Chemiker fündig. Dieses Wasser enthält Kupfer. Kupfer in hohen Dosierungen ist giftig. Vor allem bei Kleinkindern kann es die Leber schädigen. Das Problem sind nicht alte, sondern neue Kupferrohre, die noch keine Schutzschicht haben. Vor allem bei saurem pH-Wert kann sich hier das Metall lösen. In dieser Probe sind 1,7 Milligramm Kupfer pro Liter, knapp unterhalb des Grenzwertes von 2 Milligramm. In immerhin 3% aller Haushalte werden diese Kupfergrenzwerte überschritten. Die zweite Probe. Auch hier finden die Wissenschaftler ein Schwermetall, Nickel. Hohe Konzentrationen von Nickel können im Stagnationswasser verchromte Armaturen auftreten. Wenn die Armatur innen nicht komplett verchromt ist, kommt das Wasser mit dem darunterliegenden Nickel in Berührung. Ein Problem für diejenigen, die zu Allergien neigen. Mit 25 Mikrogramm pro Liter liegen die Nickelwerte hier tatsächlich etwas über dem Grenzwert von 20 Mikrogramm. Kein Einzelfall. In fast jedem 10. deutschen Haushalt wird der Nickelgrenzwert überschritten. Die letzte Probe. Das Schwermetall, das wir hier finden, gehört zu den gefährlichsten überhaupt. Blei. Noch bis 1973 war es ein gängiges Metall für Wasserleitungen in Nord- und Ostdeutschland. Im Süden hatte man schon früher darauf verzichtet. Denn Blei ist extrem giftig. Das Schwermetall lagert sich im Knochen ein und schädigt das Nervensystem. Besonders schädlich ist es für kleine Kinder. Wir messen 17 Mikrogramm Blei pro Liter, also unter dem heutigen Grenzwert von 25 Mikrogramm, aber deutlich über dem von 10 Mikrogramm, der ab 2013 gelten wird. Nach einer Studie des Umweltbundesamtes werden rund 3% der Haushalte mit Kindern diesen Grenzwert nicht einhalten können. So sauber, wie es geliefert wird, kommt das Trinkwasser also nicht immer bei uns an. Am Morgen sollten deshalb erstmal einige Liter ablaufen. Das ist das einfachste Mittel gegen mögliche Schwermetallbelastungen. Und wer es genau wissen will, kann sein Trinkwasser zum Beispiel im Labor eines Wasserversorgers testen lassen.